Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit Next Level. Es kam die Anfrage, was tun, wenn man schwanger werden will, es klappt aber nicht. Hier ein paar Tipps für dich, wie du die Fruchtbarkeit erhöhen kannst. Erster Tipp, ätherisches Muskat-Tellersalbeöl. Dieses Öl wirkt auf die Sexualhormone. Laut neueren Studien hebt es den Östrogen als auch den Progesteronspiegel an und ist somit sehr gut als Mittel zur Fruchtbarkeitssteigerung geeignet. Zudem hat es eine entkrampfende Wirkung. Den Unterbauch in den ersten Zyklustagen zweimal täglich mit der Mischung aus 1 Teelöffel Nachtkerzenöl und 5 Tropfen Muskat-Tellersalbeöl einreiben. Zweitens, ätherisches Mönchspfefferöl. Es wirkt ähnlich wie das weibliche Sexualhormon Progesteron, das in der zweiten Zyklushälfte vermehrt im Körper gebildet wird. Bei unerfülltem Kinderwunsch wird es sehr erfolgreich eingesetzt, da es die häufigste Ursache dafür, einen Progesteronmangel, ausgleichen kann. Da das Progesteron hauptsächlich in der zweiten Zyklushälfte benötigt wird, massiert man vom 15. Zyklustag an den Unterbauch. Zweimal täglich mit einer Mischung aus 1 Teelöffel Mandelöl und 2 Tropfen Mönchspfefferöl. Drittens, ätherisches Geranienöl. Dieses Öl wirkt auf die weiblichen und männlichen Hormone und stimmungsaufhellend. Ein Tropfen ätherisches Öl zum genannten Tipp 1 und 2 einfach dazugeben. Viertens, ätherisches Sandelholzöl für den Mann. Es wirkt aphrodisierend, beruhigend und stimmungsaufhellend. Ein Stoff im Sandelholzöl ähnelt dem Testosteron, deshalb ist das Öl auch nur für Männer geeignet. Durch das Öl wird mehr Melatonin ausgeschüttet. Dies fördert einen gesunden und erholsamen Schlaf, was sich wiederum auf die Zeugungsfähigkeit auswirken kann. Die Spermienqualität der Männer kann verbessert werden, indem man 1 Teelöffel Mandelöl mit 1 Tropfen Sandelholzöl und 1 Tropfen Geranienöl zweimal täglich auf den Unterbauch und die Innenseite der Handgelenke massiert. Man empfiehlt zusätzlich eine basische Ernährungsumstellung, Entgiftung von Schwermetallen und Pestiziden und Nahrungsergänzungsmitteln wie Maca, Zink und Selen. Ganz wichtig bei den Ölen zu beachten, verwende ausschließlich 100% naturreine biologische ätherische Öle. Bei geglückter Schwangerschaft bitte die Öle nicht mehr anwenden, auch nicht in der Stillzeit. Das war's mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles Gute, ciao.